Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder Wanderer und Borstenmaul. Wir dürfen euch recht herzlich begrüßen zu 70. So, und wir machen uns jetzt ganz schnell hier vom Acker. Wir wollen gar nicht so dermaßen viel kämpfen. Wir wollen jetzt einfach zur nächsten Quest für unsere Rucksack-Quest. Und wir machen uns jetzt hier vom Acker. Genau. Also, hallo und moin moin. Oh, ich sag das immer so gern. Weil der Orden der Kaulquappe, das zieht sich ganz schön hin. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo vorbeikommen. Ja. Ja, das könnte klappen. Kommt das, ist das die Richtung? Ja. Ja, so ungefähr. Wir gehen jetzt so. Ja, wir müssen um den Berg rum. Station. Genau, weil ich muss, ja. Ich kann ja nicht springen. So, mal schauen, dann gehen wir hier die Straße und dann ein bisschen da rum, das könnte klappen. Ja, Radratten haben unser Hemlock Hole überrannt. Meine Güte da. Die Viecher machen, ich glaube, die machen nicht so viel kaputt. Ach, notfalls kann ich dir auch noch mit Säure noch aushelfen. Ja. Das Problem ist, das braucht man immer zum Zerlegen. Das dann wieder in Anspruch nehmen. Das will ich auf jeden Fall nochmal machen. Das lohnt sich ja, weil da sind ja bestimmt wieder 20 Säure dann in der Ding. Warte mal, was ist das denn hier? Das sieht doch nach einem Bunker aus. Wolltest du nachschauen einmal? Nee, den habe ich schon. Den habe ich schon. Brauchen wir nicht. Meine ich, hast du doch. Ja. Das war Bravo. Ach so, ich habe natürlich jetzt auch noch meine Power-Rüstung dabei, die wiegt natürlich auch noch ein bisschen was, aber die werden wir vielleicht auch noch bitter brauchen. Ja. Das hier oben ist kennen wir oben. Alles. Das ist, oh, das ist dieses Denkmal, ne? Colonel Kelly Denkmal. Das habe ich noch nicht, das ist nur grau. Aber vielleicht einmal... Wenn du magst, können wir eben hingehen. Ja, okay, dann lass uns bitte hochgehen, dann habe ich... Wir haben noch keinen Zeitdruck, wir haben noch Zeit. Nee, hier links meine ich, hier links. Ach so, sorry. Weil da ist noch der Colonel. Ich brauche das nur einmal kurz anklicken oder irgendwas. Ist schon gleich, verstehe schon. Alles oh, ich habe schon wieder nachgeladen. Toll, ich tausche immer die Dinger aus. Oh, da ist eine Kiste. Mal gucken, ob was drin ist. Spielzeug-Alien, Schraubenschlüssel. Da sind nur ein paar Käferchen. Warte mal, hat der atomaren Müll oder so? Oh ja, der hat atomaren Abfall. Der hat Leuchten. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, hier war eben noch einer. Oder? Ja, jetzt habe ich's. So, gut. Ich will nochmal gucken, ob da irgendwas Besonderes ist. Jetzt muss ich das später nochmal spielen. Nö, hier scheint aber nichts zu sein weiter, ne? Nur irgendwie... Gedenk... Oh, ich habe Heilmittel gekriegt. Das ist doch gar nicht so unpraktisch. So, mein lieber Colonel... Dingsbums. Oh Mann, ich verliere meine blöde Hose schon wieder. Die Ratten sind immer noch am Fressen. Aber auch immer, wenn wir weglaufen, ne? Ja. Aber wir können ja gar keine Quests machen, wenn wir... Es sei denn, einer bleibt immer da und passt auf. Ja, ja, aber was soll das für einen Sinn machen, ne? Ja, es macht eigentlich keinen. Ja, das ist ja auch deswegen, mein lieber Richie, falls du diese Folge mal siehst, wir lästern nicht über dich oder sowas, aber wir machen uns natürlich manchmal so unsere Gedanken. Und das ist ja mit der Grund, warum der Richie da von seiner Station nicht wegkommt. Ja. Ne? Der hängt da einfach fest, weil er keinen hat. Der, links rum. Hier, wir waren eben auf mich links. Hier, geradeaus meine ich. Oder? Ah ja, können da rumgehen, ist egal. Genau. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich will schon wieder quer gehen. Ich kann nur nicht hüpfen. Ja, und der kommt von seinem Schrottplatz auch nicht runter. Nee, das kann er auch gar nicht so. Ne, und da muss er halt wirklich woanders bauen.
Ja, zum Beispiel auf Stahl oder Blei oder Säure so Positionen. Das haben ihn auch schon andere Leute gesagt, dass er einfach mal so ein anderes Gebiet sucht und dann ein richtiges Camp aufbaut, was auch nicht jedes Mal verschwindet, ne? Hm. Ja, weil das ist dann auf jeden Fall als Dauercamp möglich. Aber so eine Werkstatt ist meistens doch auch sehr viel größer, ne? Ja. Insofern, warte mal, wo müssen wir denn lang? Da ist irgendwie eine... müssen wir geradeaus? Wir müssen einfach irgendwie rum. Da ist doch dieses grüne Gebäude auf... das heißt, wenn wir nach rechts gehen, könnten wir vielleicht ein paar... Hier oben kommen wir wahrscheinlich nicht runter, ne? Warte mal, was ist denn hier noch? Ne, da hast du dann wieder Probleme, brichst du die Haxen hier oben, wenn wir hier runtergehen. Ich kann die Power-Rüstung anziehen. Ja, zieh mal an. Kannst auch ein bisschen mehr tragen. Moment. Ja, ich hab noch... Ich mach mal eben. Dann kann ich runterspringen. Moment, wo ist sie denn oben? So. Die kann man nämlich auch umbenennen. Wollte ich schon mal gesagt haben. So, warte mal, lass uns mal bitte einmal kurz zum Philipp Friedhof gehen, ob da eventuell diese Kamera-Quest anfängt. Du bist gerade runter, ne? Warte, ich komme nach. Ja. Yippie! Ah, nee, das war aber nicht der Philipp Soldat Friedhof. Ach, hier sind höchstens wieder jede Menge Wuhle, ne? Und? Ja. Hunde sind hier. Ich glaube, die haben mir hier kein entspiegeltes Visier eingebaut. Was? Nee, echt. Ich habe immer Spiegelung. So was oder hört es? Was haben wir denn hier? Was ist denn das für ein Friedhof? Ist das der Soldatenfriedhof? Ja, aber ich glaube, der falsch. Auf irgendeinem Soldatenfriedhof soll eine Leiche liegen mit einer Kamera. Und da würde dann diese Quest anfangen mit der Kamera-Quest, aber das ist glaube ich nicht hier. Warte mal, ich schau mal kurz, ob ich die Ehrenbegräbnis heißt das glaube ich, ne? Ne, das ist doch Prickets vor in der Verwertung. Ne, finde ich jetzt nicht. Ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal. Wo bist du? Ich suche dich gerade. Ah, da hinter mir, okay. Könnt ihr hier mal kurz reingucken, vielleicht. Ja. So, ist hier jemand? Wir sind nur mal was retten. Können sie nämlich trappeln. Oh, Hunde! Hallo, bleib stehen, du bist gebraucht. Hab machen. Jo, Fleisch von Hund. Nochmal Fleisch von Hund. Und die Kugellage gibt. Wirst du dich gleich satt dabei. Du bist Vieh, du. Das ist mein Fleisch. Geh weg. Möchtest du auch noch einen 26er Jaguar hier haben? Was? Jaguar? Jaguar. Oh! Ja, warte. Ich wollte noch mal nach dem anderen Hund gucken. Und einen Kuchen will ich. Schieß auf das Auto. Moment, kann ich... Hat das überlebt oder ist er tot? Nee, der ist nicht tot. Da wette ich sogar fast drauf, die sind nie tot. Der lebt noch. Jetzt ist er tot. Oh ja, der hatte irgendwas. Hör auf, an mir rumzuklappen. Hey, das ist alles mein Futter, du. Manu, geh weg, du Maulwurstratte. Was ist das denn? Kuckuck. Oh, da war Kronkorken drin. Hier hat einer Mais im Klo gepflanzt. Das geht natürlich auch, ist immer gedüngt. Das bringt Glück. Scheiße. Ich glaube, du bist leicht verletzt worden, ne? Naja, aber nur leicht. Okay. So, habe ich denn das jetzt auf der Karte? Das habe ich auf der Karte. Jawohl. Philippi, Soldatenfriedhof. Okay. Gut, das kann ich dann in Ruhe mal spielen. Lass uns mal weitermachen, unsere Quest. Kaulquappe. Damit wir mal eine Kaulquappe werden. Ich komme da nicht hoch, glaube ich, oder? Warte mal, war das die Straße? Nee, ist nicht die Straße. Wir können auch hier leicht den Weg weitergehen. Lass uns lieber den Weg gehen. Ich
glaube, ich ziehe mal die Power-Rüstung wieder aus. Der Weg führt wieder ganz weit ab. Aber wenn wir jetzt hier runterspringen, dann landen wir wieder Palast des verschlungenen Pfades. Ja. Ja, dann sollten wir versuchen, hier den Berg hochzukommen. Das könnte aber schwierig werden. Ja, das war immer schon mein Problem, hier rumzukommen. Das dauert immer so scheiße lange. Ja. Aber macht nichts. Wir langweilen uns ja nicht und ja. Es gibt ja genug zu sehen und zu machen. Ja, warte mal, ich will mal aus meiner Rüstung kurz raus. Ich kann besser laufen, wenn ich... komm. So, und... So, genau. Weil ich verbrauche sonst auch zu viele Kerne. Ja. Und da ich im Moment nicht, ausnahmsweise mal nicht überladen bin. Ich glaube, wir kommen erst nach Prickets Fort oder so. Und da können wir aber auch irgendwie den Berg hoch. Oder hier sogar schon? Ich überlege gerade. Nee, hier geht's noch nicht. Juppie, hier könnten auch ein paar Jaguar sein. Hast du das? Hier krabbelt euer Gott. Oh, ganz viel Fleisch, was hier rumläuft. Zack, die ist sogar leer geworden. Coole Waffe, das ist echt so coole Waffe. So, alle, wie viel sind das? 10 Stück, ne? Das sind 3, 4, 5, 6 liegt hier draußen. Ne, doch nicht so viele. Sah nur so aus. Moment, da war doch noch was. Okay, ich komme. Naja, blöd ist das schon, dass ich mir die Werkstatt immer holen muss. Willkommen zur historischen Stätte Prickett's Fort. Ja, das will ich aber jetzt gar nicht so gerne spielen. Nee. Ich weiß, hab das glaube ich noch nie gespielt, richtig. Ich glaube, hier muss man irgendwie ein Automat reparieren, ne? Irgendwie sowas. Machen wir mal irgendwann in Ruhe. Ja. Oder ein Solo oder so. Muss jeder mal für sich selber dann gucken, wann wir das machen wollen. Ja, genau. Aber der Rucksack, da haben wir alle was von. Deswegen. Ja. Ach, jetzt kommen wir hier auch wieder nicht rum. Ich habe schon wieder Hunger und Durst. Ja, aber jetzt können wir den Berg, glaube ich, hoch. Ich muss einfach was essen. Ja, komm. Lass uns hier hochgehen. Hier ist ein Weg, den ich laufen kann. Achso, ich könnte auch ein Häppchen vertragen. Ja, genau. Blähfliege, kein Nährwert. Kann ich genauso gut wegschmeißen. Steht da wirklich gar nichts? Kein TP und nichts? Essen Nein, null? Gar nicht. Ich habe zu Essen null. Ich verstehe das bei dir nicht. Du musst irgendwas haben, was... Oh, das hat ja auch die Dings erhöht. Du nimmst dir mal hier das Essen. Guck's dir mal an, ob du es. Ja, pack mal was hin. Bin ich mal gespannt. Jetzt gebe ich dir was anderes, weil du musst ja auch mal was essen, oder? Aber deine Gesundheit sieht gut aus. Köterkeulen. 8 Stück und ich kann sie nicht essen. Eigenartig. Warte mal, ich esse mal meine Köterkeulen. Ah nee, das ist nur Fleisch. Hab ich doch, ich habe noch 4. Die haue ich mir jetzt mal weg und dann gucke ich mal. Bei deinen. Gib mir mal den. Mauluswappen essen 0. Ja. Ab raus damit. Leuchtendes Fleisch essen 0. Oder ich muss mal Radkakerlake essen 0. Einzige, was bei mir Radkröten. Ach, es kann sein, dass ich mich nur. Ich habe, glaube ich, ein Skill, dass ich mich nur von radioaktiven Sachen oder sowas essen kann. Ach so, ja, dann brauchst du. Irgendwas war da. Irgendwas
schwebt mir da gerade vor. Ja, dann hat das keinen Nährwert für dich. Ja, okay, gut. So, guck mal. Das Fleisch kannst du dann alles haben. Wenn das dann funktioniert. Kütterkeule, 8 Stück. Ich muss mal gucken, ob die Kütterkeule. Ja, bei mir haben die sogar Ausdauer. Ja, und ich kann sie nicht nehmen. Ich weiß es wieder, es hängt irgendwie mit dem Perk zusammen. Ja, ich hab's wieder. Ich glaube, hier kann man hochgehen. Ja, okay, dann. Gut, dann lass uns hier mal laufen. Mit irgendeiner Mutation hängt das bei mir zusammen. Ja, ich weiß es wieder. Aber Groschen fällt halt manchmal langsam. Ups, oh Mensch. Oh je. Nee. Irgendwie. Warte mal, hier links kommen wir auch nicht weiter, ne? Nee, sieht nicht so aus. Gucken, ob wir den heilenden Berg runterkommen. Da ziehst du deine Powerrüstung an. Vielleicht können wir ja irgendwo hier runter. Ich gehe ja noch mal ein Stück weiter. Warte mal, hier vielleicht. Guck mal hier. Komme ich hier hoch? Und wenn ich da rüber? Nee, da kommen wir nicht rüber. Das hat keinen Sinn. Mal gucken, ob es hier hinten irgendwo weitergeht. Ah, genau. Und jetzt rechts, meine ich, oder? Nee, viel zu steil. Oder war das links? Nee, links geht nicht. Nee, lass uns zurückgehen, runter und dann müssen wir einfach um den Berg rum. Ja, warte, ich muss erst die Rüstung anziehen. Hier runterhüpfen ist nicht so gut. Das könnte tödlich enden. Ich meine, du kannst mich ja nochmal wiederbeleben, ja, aber... Ja, ist mir eingefallen. Das hängt mit irgendeiner Mutation zusammen, dass ich nicht alles essen kann. Ja, das würde das auch erklären, weil normalerweise haben die... brauche ich immer viel Dosenfutter. Ja, das ist das Einzige dann, was du... Und verschiedene, dieses Rad, was hatte ich da gerade gesagt? Radkerkerlackenfleisch, glaube ich. Mhm. Oder diese Eier oder sowas. Irgendwas war das. Das konnte ich nehmen. Yippee. Meine Güte, den ganzen Berg runter. Gut, dass ich eine Power-Rüstung habe. Ja, ich habe ja auch lange nicht gespielt. Jetzt so mit der Zeit lang fällt einem das dann wieder ein. Das hängt mit einer Mutation zusammen. Ich muss mal gucken, mit welcher. Aber das Problem ist, man kann nicht Mutation nicht ausgesucht. Warte ein. Mal bitte einen Moment, ich ziehe die Rüstung wieder aus. Moment. Ach, geh doch da raus. So. So, und weiter. Jupp, können weiter gehen. Ein Trotzhorn. Gehen wir denn jetzt den richtigen Weg? Nee, wir gehen immer weiter Richtung Norden. Ja, wir müssen... wir müssen nach unten und nach Süden müssen wir. Wir müssen wieder runter, ja. Irgendwie. Hier rechts und dann... Lass uns mal versuchen, ob wir hier um den Berg rumkommen. Wir müssen ja nur um den scheiß Berg rum. Ja, aber wir stoßen nämlich irgendwann an die Grenze. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Schau mal. Ich kann nicht weiter. Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Ja, ist schon klar. Haben wir schon erreicht, die Grenze. Deswegen ist nämlich der Zaun hier in der Landschaft. Hier war, glaube ich, irgendwo noch Blei oder Stahl. Wir gehen jetzt am besten erstmal wieder Richtung des Fort. Nee, würde ich nicht machen. Lass uns mal ruhig diese Richtung gehen, die wir jetzt gerade haben oder die ich habe. Ja, nur wir kommen ja nicht über den Berg. Das ist ja das blöde Problem. Doch, wir können hier aber... Der Berg ist, glaube ich, die Grenze vom Ganzen. Das ist die Grenze, wenn wir hier oben bleiben. Wie gesagt, guck mal auf der Map. Wir müssen Richtung Station Sunny Top. Ja, das habe ich verstanden. Also, das ist schon die richtige Richtung hier, aber wir müssen halt den Übergang finden. Ne? Da ist noch so ein grünes Gebäude und wenn wir können nicht höher, weil das die Grenze ist. Der Berg ist die Grenze. Wenn wir uns hier an der Grenze lang schleichen. Warte mal, hier vielleicht sogar. Ja, wir gehen Richtung. Die Richtung ist schon richtig. So, vielleicht so, hier so. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir auch da irgendwo runterkommen. Ja, runter kann ich immer. Rauf ist so schlecht. So, da. Hier können wir nicht runter. Wir müssen am Berg unten, also hier lang laufen jetzt. Genau, so. Guck mal, ich laufe mal hier ein bisschen, wo ich kann. Brigitte Hall ist nämlich
glaube ich, der... Da oben ist auch, meine ich, noch eine, ein Scroop-Knob oder so ähnlich heißt das. Da, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Hatte ich das schon? Nee, das, nee, das ist was anderes. Warte mal, das ist was anderes. Aber kann ich hier noch höher, oder? Das ist eben das Problem, dass man dann nicht vorankommt, nicht rumkommt. Also ich bin jetzt hier weit, relativ weit oben. Ich kann nur nicht darüber. Oder? Warte mal, was ist das hier für ein Weg? Vielleicht. Oh, ich habe einen Weg gefunden. Ja. Bist du bei mir? Guck mal, ja, ja. Hier, da können wir, hier können wir ganz hoch laufen. Fast ganz hoch. So, wenn wir hier noch mal ein Stück rauf gehen, können wir sogar ganz hoch. So, dann sind wir nämlich auf dem Berg. Jetzt gucke ich mal, wo wir genau sind. Genau. Ja. Das passt doch. Dann haben wir noch dieses eine Gebäude hier. Und hin. So. Ah. Genau, hier ist jetzt dieses Vergnügungsviertel. Ja. Der Freizeitpark. Wollen wir da nochmal reingucken? Oh, gibt auf jeden Fall jede Menge Gegner hier, ne? Ja, aber was für welche? Es könnten Mutanten sein, ne? Meist oft Ghule. Ghule? Okay. Ich glaube, wir lassen uns das mal machen, oder? Mal kurz reingucken. Ja, ja Ghule, wow, hast recht. Außen. Jo, ich gehe mal hier durch die Tür. So mitten rein. Verbrannte sind das offenbar. Wir machen ein bisschen Schleim. Oh ja, die sind nicht so leicht umzunieten. Ah, macht er die blöde Waffe schon wieder. Ein paar Fleischklöpse. Fleischklöpse. Jo, warte, warte, ich helfe dir. So. Und sterben helfen. Ja, die haben Munition. 5, 56, ja. Halt, warte, ich. Das sind. Oh, 7. Ey, lass die Tür auf, bevor du stirbst. Mann, jetzt halt quetscht er sich den Kopf. Oh, was ist das denn für Schießerei hier? Das bist du, wa? Jo, das warst du. Oh Mann, das knistert aber echt. Hallo, ist hier jemand? Oh, wo bist du? Bist du im Obergeschoss, wa? Ja, ich hab hier ein paar 47er und 60er und sowas. Hm. Oh, das scheint aber zu wirken, was du da hast. Ah, hier ist doch noch was. Halt doch mal den Kopf still. Warte, ich muss nur durchladen. Moment. So, Kopf ab. Atomarer Abfall ist auch nicht schlecht. Heilmittel habe ich noch gefunden. Was haben wir hier noch? Das nehme ich mit. Die Flasche können wir verkaufen. Hier oben ist noch guter Loot. Ja. Da war ein Bossmonster dabei. Oh, warte mal. Ich muss mal gucken. Wo, ah, warte mal. Wo ist die Treppe? Ich suche gerade mal die Treppe. Moment. Oh, Munition. Nehme ich mit. Du musst mich hier nicht verfolgen. Ich wäre auch zu dir gekommen. Wie bist du denn da hochgekommen? Hier muss ja irgendwo eine Treppe hier sein. Hier ist eine Treppe. Ah, hier. Hier ich hab sie gefunden. Hab sie gefunden. Ja, mal sehen, wo... Ah, da hinten musst du irgendwo sein. Hier. Hier. Hier ist Loot. Brauche ich auf jeden Fall. Oh ja, noch ein Single Action.
Na gut. Oh ja, da haben wir aber einiges an Loot. Da hast du aber richtig aufgeräumt hier oben. Die sind ja alle schon eher sehr lange tot. Was macht denn die blöde Bruderschaft schon wieder her? Ja, sind hier noch mehr. Moment, was ist hier? Nee. Hören, sehen. Ja, hören und sehen, genau. Was wollt ihr? Wo wollen die denn hin? Hier ist noch eine Maulwurstratte, wenn dich interessiert. Nö. Ich schlepp eh schon zu viel Fleisch mit mir rum. Ich glaube, das kann ich gar nicht. Wo ist denn das? Der muss unter uns sein. In den Räumen oder so. Ich kann mich gerade nicht spucken. Machen sie immer. Ich versuche mal hier noch mal ein bisschen. Oh, Hilfe! Was? Ich kann mich nicht bewegen. Moment, ich bin gleich da. Oh Mann, oh, ich kann mich nicht bewegen. Was hast du denn da? Schon erledigt. Bist du oben noch? Nee, ich bin unten in den Keller gegangen. Echt jetzt? Hier war noch ein gekrönter. Oh, jetzt muss ich nur erstmal gucken, wo du steckst. Hier. Guck. Er ist in die Küche. Ich bin draußen irgendwo. Warte mal, ich glaube, ich muss hier irgendwo hin. Ich sehe nicht, wo du bist. Ich höre nur, was für ein Gerappel. Das ganze Gebäude bebt. Warte mal, hier scheint es zu sein irgendwo. Das Dumme ist, ich bin so überladen, dass ich mich kaum noch bewegen kann. Mach gut. Oh, warte mal, vielleicht hilft es, wenn ich mich mal etwas heile. Also irgendwie muss ich hier mal runter. Komm, lass mich mal hier runterhupfen. So. Das war der 47er. Ich versuch mal zu dir zu kommen, wenn es auch eine Weile dauern wird. Guck mal, ich stell mich mal hier draußen hin. Ah, ich sehe ein Dings. Moment. Ein Dings, ja genau. So, warte mal, hier ist jemand lang geeiert. Hier liegen lauter Tote. Ja. So, eine Werkbank hast du noch nicht gesehen irgendwie, ne? Warte mal, das sind Plastikteller. Die nehme ich nochmal mit. Plastik ist immer wichtig. Da bist du ja. Ja. So, jetzt machen wir mal hier das Licht an erstmal. Jo. So. Hast du? Dann sehen wir auch mehr. Und hier müssten dann jede Menge Tote rumliegen. Hier unten im Keller. Guck mal hier. Ach hier. Oh ja, da. Hier. Hier ist auch ein Tambourin drin für mich. Gut. Oh, der hat abgestimmt. Schalke den Pumpkorn. Oh, nicht. Oh, das geht nicht. Das ist eine feste. Nein, ich gebe nicht auf. Du gibst du doch mal auf. Oh, du Aufgeber, du. Ah! Schaffst du es? Ich weiß noch nicht. Sieht fast so aus, ja. Ich sammle mal irgendwie 1,5 Millionen Billardkugeln ein. Ist gut. Ja, die Billardkugeln sind wichtig. Das ist nämlich Plastik. Oh, hier ist eine Werkbank. Cool. Ja. Warte doch mal, du da oben. Ich komme jetzt auch zu dir runter. Ja, der läuft immer weg hier. Der oh, die schönen Alu-Geschirr-Sachen hier. Ist da noch mehr von da? Oh, schade, da ist keine. Hier ist eine Werkbank. Kann ich mich gleich mal etwas mich von dem Ballast befreien? Oh, ich habe 415 immer noch. Ich habe die ganzen Waffen noch. Warte mal, eine Schallgedämmung. Oh, 106 Schaden macht die. Oh, eine Präzision wie ein Uhrwerk. Naja. Bügeleisen nehmen wir ich mit. Ich nehme das kaputt. Das ist so. Kampfflinte. Warte mal, eine Kampfflinte.
Ich folge deiner Leuchtspur. Genau. Meine ekelhaften Flecken. Warte mal, was ist denn das hier? Ist da was Besonderes? Das ist eine Werkbank, eine Waffenwerkbank. Das wäre gar nicht schlecht. Warte mal, kriege ich den auf? Den Kern hast du dir schon geholt? Ja, ne? Welchen Kern? Ja, ich dachte, da wäre ein Kern drin gewesen, aber ist schon raus. Nee, der war schon... Ich versuche mal, die Tür hier aufzumachen. Ja, das dürfte gehen. Da ist nämlich eine Werkbank drin. Eine Waffenwerkbank. Können wir die Waffen mal prüfen? So. Ich glaube, meine müssen repariert werden langsam. Oh ja. Schon wieder ein Single Action. Nur diesmal ein 50er. Ah, mal gucken, ob ich noch was kriege dafür. Zerstören. Das war, glaube ich, so. Genau. So, was haben wir denn? Nee, die hält ganz gut, die Waffe. Es hält ja unendlich, oder wie? Die Kultistenklinge. Die ist cool. Coole Sache. Machete. Hier ist ein Schalter. Ah, ich hab da eingesperrt. Du Hinterhältiger, du. Ja, du. Oh, hier ist was zum Anhören. Das kann ich mir aber später mal in Ruhe anhören, alles. Die Wänke hast du gesehen, ne? Ja. In dem Ding da hinten ist noch ein, sag mal, eine Waffenbank, wenn du eine brauchst. Ja, ich habe gerade schon zerlegt. Ah, hier ist ja sogar Munitionsbank. Das ist ja gut. So, nochmal. Ich würde das jetzt mal alles, wenn ich das nur irgendwie... das kann ich zerlegen. Mal sehen, ob ich mir ein bisschen Muni machen kann. Was brauche ich denn? Ich bräuchte vielleicht... Ich habe immer noch 27 Kerne. Das ist ja Wahnsinn. Ich könnte noch mal versuchen, warte mal, an der Waffenwerkbank kann ich noch mal versuchen, eine handgefertigte zu machen. Wo war denn die? Sehen, die war hier. Sehen, ob ich das herstellen kann. Ich weiß nicht, wo die geblieben ist. Ein Tesla-Gewehr kann ich machen. Haha, cool. Wäre ja auch nicht schlecht. Mal gucken, was ich daraus machen kann. Stufe 50. Sieht doch gut aus. So, mal mehr ein Tesla. Dann habe ich noch eine mechanische Waffe, eine 10 mm. Ich kann immer diese blöde... Ach, da fehlen die Schrauben und Zahnräder. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich sammle alles Mögliche. Und jetzt fehlen mir Schrauben und Zahnräder. Oh, warte mal. Da ist ein Kern. Ich habe einen Kern gefunden. Der liegt hier im Regal. Cool, den haben sie nicht da drin gehabt. Den haben sie im links. Schön. Sehr schön. Bist du doch da? Ja, du bist doch da. Ja, ja, fürchte dich nicht. ich fürchte. Aber ich fürchte mich schon wieder vor der Zeit. Okay. Meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit. Wir müssen uns trennen. Wir sagen tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Und Däumchen hoch wäre gut, Abo wäre gut, Glöckchen wäre gut. Und wir sagen einmal wieder tschüss, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. So.